Hi zusammen und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ich habe schon länger keine Flaschen mehr von mir besprochen. Ich denke, es wird langsam mal wieder Zeit. Und heute habe ich etwas, über das ich relativ gerne rede. Nämlich eine Cakenhead Small Batch in Fassstärke. Und ja, wenn es irgendwo noch bei unabhängigen Abfüllern ältere Tropfen zu einem guten Preis kriegt, mein Link geht ganz eindeutig in diese Richtung, weil das hier ist ein 23 Jahre alter Glen Grant. Und ihr wisst alle, was man in den letzten Jahren für den 18er Original zahlt. Und der hat 43%. Wir haben hier eine Fassstärke mit 53,1%. Und ja, Cakenhead Small Batch in dem Fall, ich weiß nicht, ob das zwei oder drei Fässer waren. Ich gucke jetzt gerade mal. Ein Bourbon Hogshead und ein Bourbon Barrel. Das Ganze gab 414 Flaschen. Das ist ein 1992er Vintage, bottled 2016. Der geistert aber immer noch durch diverse Shops rum. Und die Dinger sind preislich recht stabil geblieben. Ja, Glen Grant selber ist eine von den bekannteren, sagen wir mal, Destillerien in der Speyside. Hat ein bisschen den Ruf, langweilig und Mainstream zu sein. Grundsätzlich meistens in den jüngeren Abfüllungen eine relativ frische, lebendige Apfelnote, eine saure Apfelnote, ist ein leichter Speyside-er. Die Destillerie verwendet auch ganz prominent die Purifier, sprich es kommt ein relativ sauberer, hochdestillierter Brand raus mit sehr viel Reflux in die Brennblase und nochmal hochdestillieren. Nichtsdestotrotz schaffen es ältere Glen Grants immer wieder auch eine gewisse Wachsigkeit abzubilden, was gerade in Kombination auch mit Sherryfässern und Alter recht gut funktionieren kann. Ich habe mir zwei Gläschen gerichtet, einfach weil ich über den Whisky ein bisschen reden wollte. Grundsätzlich die 53%, muss ich sagen, sind eine sehr angenehme Trinkstärke. Und hier auch ein Hinweis, wenn ihr ein bisschen Wasser reinmachen wollt, ihr könnt ihn verändern. Seid aber vorsichtig damit, also der ist schon an der Grenze. Man sagt ja normalerweise bei alten Whiskys, muss man vorsichtig sein mit Wasser und das ist hier definitiv einer, den kippt man dann relativ schnell ins wässrig-kartonige rüber, wenn man nicht aufpasst. Dafür jetzt hier am unverdünnten Glas. Ich habe so eine leichte Zitrus-Minz-Note, so ein bisschen. Ja, Zitronenmelisse mit einem Pfefferminz-Touch. Gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen was grundsätzlich Sauerfruchtiges. Ich habe eben diese grasig-melissige Note mit drin. Ich habe aber auch eben sowas von Granny Smith-Äpfeln. Und das bei einem 23-Jährigen. Ein bisschen länger stehen lässt. Ich habe den vorhin schon eingegossen. Und die Nase ein bisschen tiefer reinhält, dann kommt hier auch so eine, ja, leicht holzige Note durch. Und ich meine jetzt wirklich so frisch gesägtes Holz. Also trockenes Holz, aber frisch zusammengesägt. Mit so einer Spur Vanille vielleicht. Aber überwiegend ist das hier der Brand. In der Nase ist er relativ frisch geblieben, also man merkt, das hat jetzt nicht einen riesen Einfluss. Gucken wir doch mal, was er entkommen kann. Das finde ich das Erstaunliche bei älteren Glen Grants. Obwohl das eigentlich ein leichter Spirit ist, hat er eine relative Präsenz. Er kommt fast ein bisschen wachsig belegend rau rüber. Hat eine wunderschöne Apfelsaftnote mit einem leichten Kick in so eine Limetten-Grapefruit-Richtung. Belegt den Mundraum richtig schön. Ja, das geht fast in Richtung einer Wachsigkeit, wo. Also es ist noch nicht ganz Richtung Kleinlisch, aber so gegen Ende fängt das an, wirklich so ein bisschen so eine wachsig-paraffinige Note zu geben. Minimal pfeffrig,
Aber nicht unangenehm, er ist einfach sehr präsent und durch diese Wachsigkeit hat er fast ein bisschen was Kaubares, Belegendes, was die Pfefferwirkung ein klein bisschen reduziert, sage ich mal. Also er hat keine Schärfe, er hat eine wachsige Präsenz und eine gewisse Würzigkeit. Ich meine, kennt ihr das? Eine Zeit lang war es ja in Äpfel einzuwachsen, damit sie im Laden schöner glänzen. Und wenn man die nicht abgewaschen hat und einfach Gedanken verloren, so einen Apfel gegessen hat, haben wir auch so wie so eine dünne Wachsschicht oben auf der Oberfläche von einem Apfel. Und das ist jetzt wirklich, als beißt man in sauer, knackigen Apfel rein, hat diese Wachsigkeit irgendwo an den Zähnen, am Zahnfleisch. Vanille hält sich zurück, die Eiche, wie gesagt, so eine leicht pfeffrig-würzige Note. Da kommt so ein bisschen Zimt hinten durch. Ja, er ist relativ straightforward in den Aromen. Die Präsenz im Mundraum macht ihn aber für mich durchaus interessant und es ist ein ja, super angenehmer Whisky ohne Wasser. Guck mal doch mal. Den hier habe ich ein bisschen verdünnt, da steht jetzt auch schon ein bisschen. Und er wird gleich ja viel leichter hier an der Nase. Und ich habe jetzt hier wirklich mehr, noch mehr Gras. Er wird grasiger. Also dieses Zitronenmäßige kippt jetzt Richtung Zitronengras eher. Vanille ist ein bisschen stärker. Und die Säure. Und zwar wirklich Zitronengras. An die Nase tiefer rein hängt fast sogar ein bisschen was Floral-Blumiges. Oder wenn man die Blätter von meinen Zitruspflanzen hier, keine Ahnung, ob man das sieht, wenn man die knickt aus Versehen, dann hat man auch diese zitronig-pflanzliche Note. Boah. Er ist jetzt nicht mehr ganz so belegend. Dafür wirkt er jetzt ein bisschen kräftiger, obwohl er eigentlich dünner ist. Pfeffer kommt stärker durch, es kommt eine leichte Ingwer-Schärfe durch, die Eiche ist präsenter. Er hat jetzt eine leicht bitter-tanninige Note mit drin, ohne dass sie stört. Die Apfelnote ist etwas schwächer. Dafür bin ich jetzt mehr auf Grapefruit, daher auch die Bitternote. Limetten. Er wirkt jetzt fast ein klein bisschen sektartig, er prickelt auf der Zunge, er wirkt jetzt aggressiver, hat trotzdem eine schöne Präsenz, also er wirkt nicht wässrig, aber da muss man wirklich aufpassen, weil wenn man da zu viel Wasser reinmacht, dann hat man so ein bisschen dieses Gefühl von Karton und abgemähtem welken Gras mit drin. Wenn man vorsichtig ist, passiert das nicht. Ich denke, ich habe hier eine richtige Mischung erwischt. Eben, er wirkt so ein bisschen ja, sommerlicher. Wenn ich jetzt hinterher dran rieche, ja, bin ich wieder bei Zitronengras, Zitronenpflanzen. Hat eine nette Frische, sag ich mal. Es ist einer dieser Spaceliner, die dezent gereift sind, das Fass relativ ausgelaugt und inaktiv war, der Brennereicharakter aber genug Präsenz hatte, um das auszugleichen. Und die Eiche aber noch nicht eine unangenehme Bitterkeit reingegeben hat. Also der hat so eine leichte Grapefruit-Note, gerade mit Wasser. Ohne ist von der Eiche kaum Bitterkeit zu merken, mit so einem minimaler Hauch, aber es ist noch nicht ins Unangenehme. Ja, ich finde, das ist ein durchaus leckerer Whisky. Und wie gesagt, 23 Jahre alter Glen Grant bei Cadenheads, wenn man die Augen offen hält, zwischen 85 und 115 ist man da dabei, je nachdem welchen Shop man findet. Ich glaube, da gibt es noch ein, zwei Parallel-Bottlings, selbe Jahrgänge. Ja, kann ich nur absolut empfehlen. Und
für mich so ein Ding, wenn ich wirklich, wie gesagt, ältere Tropfen 20 Jahre plus haben möchte von Destillerien, die ein bisschen auch einen Namen haben, ist es nie schlecht zu gucken, was Caden Head so im Angebot hat, wenn ich nicht auf Sherryfässer bestehe. Weil das sind halt meistens Ex-Bourbon-Abfüllungen. Es sind aber Fässer, die im Normalfall so ausgewählt sind, dass sie nicht zu sehr nach ausgelockter Eiche schmecken. Einfach durch dieses Wetting von zwei, drei Fässern hat man da meistens eine relativ gute Balance, sag ich mal, und hat trotzdem aber dieses Feeling von einem natürlichen Whisky. Und die Fassstärke tut natürlich ihr Übriges. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Lasst mir ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns demnächst wieder hier auf diesem Kanal. Bis dann.